Hier sind wir wieder bei der nächsten Folge Miles Morales. Schön, dass ihr mit dabei seid. Freut mich. Vielen Dank für euren Support auf dieser Let's Play-Reihe. Wenn ihr Bock habt, das Ganze wirklich zu unterstützen, dann lasst doch einfach gerne ein Like auf dem Video da. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Vielen lieben Dank dafür schon mal und ja, viel Spaß mit der Folge, würde ich sagen. Muss mal gucken, dass wir auf jeden Fall die Typen ausschalten, die uns mit ihrem Nachtsichtgerät sehen können, auch wenn wir unsichtbar sind. So, den kriege ich doch bestimmt gleich, oder? Okay, den kriege ich auch durch den Ventilator durch. Nice. Hallo. Richtig auch? Ja. Sehr schön. Das interessiert niemanden. Da ist auch niemand vorbeigekommen. Egal. Da wäre jetzt aber einer. Boing. Könnte. Komm, 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 komm. Noch ein bisschen. Sekunde, ich habe was gehört. RX-42, Statusbericht. RX-42, Antwort ist hier. Seht mal nach. Ja, Sir, wird gemacht. Da. Okay. Ah, okay. Die kann ich also auch manipulieren. Das Safe, ja. Danke. Der Safe? Nein. Hello. So, jetzt ist der hier auch safe. Das ist sehr schön. Das ist einer mit Nachtsichtgerät. Du vertraust mir nicht. Oder Wärmesucher. Aber wie können wir das ändern? Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Perser sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Ja, da. Ich sehe ihn. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Hat geklappt. Im Ausstellungsraum hinterm Fließband. So, den kriege ich doch jetzt auf jeden Fall. Oh, die kommen beide. Das gefällt mir. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Komm noch ein bisschen näher, bitte. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Hallo. Sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Mach ich. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Es kommt doch gleich wieder ein Bossfight. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das.
Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Da haben wir ihn doch. Gefällt dir der neue Look? Die Mut gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Geil, kämpfen wir jetzt zusammen? Nein. Doch! Let's go! Und ich schlag dich wieder nieder. Oh, aber ich muss dich nur einmal treffen. Ah, ich muss gegen Panzer. Autsch. Let's go! Und wieder reiten, oder? Nein. Oh mein Gott, er wird ein Panzer! Und wenn ich die Motoren aufladen? Ich mach dich fertig! Autsch. Torn aufladen. Wie lade ich die Motoren auf? Autsch. Ah, hier. Mega gut. Autsch. Und deshalb wirst du verlieren. Ah, ich muss erst wieder aufladen an irgendwelchen Gegnern. Autsch. Ich muss diesen Fotomodus woanders hinlegen, weil ich da immer aus Versehen drauf komme. Haben wir nämlich als Quick-App gelegt. Nein, 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 nein. Darf ich? Danke. Langsam wird's. Seine Rüstung wird schwächer. Das ist nur. Autsch. Warum knickst du dann so müde? Junge.
Bin ich unterdrückt? Komm. Deine Panzerung bröckelt. Kriegen wir. Nice. Oha. Rüstung ist deaktiviert. Du bist dran. Okay. Für ein paar Stromschläge? Ich kann dich nicht leiden. Wow. Finisher bereit? Wieder Venom unterdrückt. So mache ich ihn fertig. Komm, Raketen auch noch, nice. Er ist betäubt, wir haben ihn gleich. Nicht aufhören, wir vernichten ihn. Die kleine Bitch. Finisher, let's go. Schläfchen gefällig. Ich bin. Wow. Let's go! Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Cooler Fight. Ohne Witz. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos. Nein, nein, nein! Zur Hölle. Oh no. Du hast die Brücke gesprengt. Mein Lab wurde zerstört. Mich ausgeliefert. Finn, der Reaktor. Beim nächsten Mal töte ich dich. Uff. Gehörst zur Familie? Meine Familie ist tot. Okay. Das war's wohl mit Finn und mir. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Ach, wirklich? Finn greift die Blase an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt?
Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns, alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Beats. Ich werde das regeln. Für uns alle. Ich bin gespannt, ob wir Finn nochmal auf die gute Seite zurückbekommen. Deine Mom hat geschrieben. Sie evakuiert das Haus. Danach will sie im Block mit den Leuten weitermachen, die nahe bei der Plaza wohnen. Wirst du helfen? Na klar. Sobald ich Finns neues Nuform-Lager finde. Alright. Let's go. Da ist hier wieder die coole Animation. Ich hab Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe... Ja, aber erst schauen wir mal, was wir noch so freigeschaltet haben an Fertigkeiten und Geräten. Wir haben nämlich ein paar Punkte, die wir vergeben können und das sollten wir auch auf jeden Fall mal machen. Was haben wir denn hier? Halte für einen Venom-Reißer-Angriff 3 gedrückt, nachdem du einen Gegner mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Und dann kann ich erst die anderen freischalten. Was ist das hier? Das Drücken von L1 und X schleudert nahe Gegner in die Luft, wodurch sie entwaffnen werden. Das habe ich schon freigeschaltet, genau. Und erhöht die Reichweite des Venom-Schlagschadens. Den würde ich auf jeden Fall nehmen. Verdoppelt die Zeit, in der die Gegner Venom geschockt sind. Okay. Das hier ist alles Schleichen, oder? Ja, genau. Ist alles getarnt und Schleichen. Und das hier ist Kampf. Das nehmen wir mal mit. Venom geschockte Gegner erleiden 50% mehr Schaden durch Basisangriffe. Ja, bitte. So, hier Venom geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihre Venom-Schocker. Nice. Ich habe ja schon end viele Punkte. Noch 6 Stück. Okay. Alles klar. Ermöglicht das Anspannen eines zweiten Finishers, verringert die Combo-Anforderungen für einen zweiten Finisher auf 10. Her damit. Halte Dreieck, um Waffen mit bioelektrischer Kraft zu zerreißen und werfen. Verursacht bei Aufprall Venom-Schocker und wirft Gegner zu Boden. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht mit Venom. Das haben die richtig gut ins Spiel implementiert, dass man neue, andere, auch coole Fähigkeiten hat. Echt gut. Oh, das Ding kann ich noch gar nicht benutzen. Was ist das hier? Drücke X beim Landen auf einem Gegner, während Venom sprint, um Gegner mit einem kostenlosen Venom-Sprung in die Luft zu schleudern. Oh. Venom-Sprint-Schleuder, auch nice. So, und das hier erfordert auch wieder 15, genau. Und das hier könnte ich praktisch noch erwärmen. Das nehme ich mal mit.
Und dann kann ich ja die hier unten auch noch machen. Achso, ja, na, dann muss ich ja die Herausforderung abschließen, alles klar. Doppelte Zeit, in der die Gegner Venom-schockt sind. 2 Punkte habe ich noch. Dann haue ich das eine schon mal hier rein. Was haben wir da noch? Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Nee. Zack. So, jetzt brauche ich wieder neue Punkte, aber das ist doch schon mal richtig gut. Anzüge, was kann ich denn hier freischalten? Nichts Neues eigentlich? Die hatte ich alle schon. Genau, allerdings kann ich neue Anzüge freischalten. Was ist das denn hier? Schaltet Visiermodifikation frei, unauffindbar. Reduziert den Schaden durch Fernangriffe um 25%. Und der hier? Mit Anzugjacke? Schaltet Visiermodifikation frei, Trickmeister. Erhalte für die Ausführung von Lufttricks zusätzliche Venomkraft. Neues Spiel Plus, dann kriegt man das Ding hier. Sind schon coole dabei, ne? Aber nicht alle kann man sehen. Ah, die weißen kann man alle nicht sehen, okay. Cool. Animierter Anzug. Was kann der? Schaltet Anzugmodifikation frei, starker Werfer, erhöht den Schaden durch geworfene Objekte. Was an sich nicht schlecht ist, weil ich das tatsächlich häufig mache. Der Anzug ist nur... Yikes. Richtig kacke. Eigentlich ziemlich kacke. Ich glaube, ich nehme das Ding hier. Lufttricks geben mehr Venomkraft. Und das kann ich ja dann hier reinpacken eigentlich, oder? Oder da? Hier. Ja, wunderbar. So, ich würde sagen, wir machen aber auch Schluss an dieser Stelle. Hauptmission ist abgeschlossen. Wunderbar, das war sehr erfolgreich. Rhino ist jetzt hoffentlich endlich mal von der Bildfläche. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank für euren Support. Und macht's gut. Bis bald. Ciao.